Ich möchte Ihnen heute Abend ein bisschen erzählen, welche Themen, welche Algorithmen eigentlich dahinter stecken, wenn man Graphen oder auch Landkarten visualisieren möchte. Und in dem Titel stecken jetzt Graphen drin und Landkarten. Man sieht das hier oben schon. Das ist üblicherweise das, was man unter einer Graphenzeichnung versteht. Und im unteren Bereich sieht man eine Karte von Karlsruhe. Wie das alles zusammenhängt und welche Probleme ich mir da rausgepickt habe und bearbeitet habe, das möchte ich Ihnen heute Abend ein bisschen erklären. Fangen wir erstmal an mit der Visualisierung von Graphen. Wenn man das ganz knapp zusammenfassen möchte, da hat man einen Graphen gegeben, das ist also ein mathematisches Objekt, eine Menge von Knoten und eine Menge von Kanten. Wenn man das mathematisch aufschreibt, dann hat man diese Mengenschreibweise, damit kann ein Rechner arbeiten, damit können Mathematiker vielleicht bei kleinen Graphen arbeiten. Aber wenn es große Graphen werden, dann braucht man üblicherweise Zeichnungen als Mensch, um diese Graphen zu verstehen. Und eine Zeichnung von einem Graphen ist jetzt eben eine Abbildung des Graphen in die Ebene R2, die jeden Knoten auf einen Punkt abbildet. Modellieren eben auch reale Netzwerke, also physische Netzwerke oder abstrakte Netzwerke, die in der Realität vorkommen. Beispielsweise soziale Netze in der Soziologie, Facebook, denken Sie daran. Metabolische Netze in der Biologie, die irgendwelche Stoffwechselbeziehungen zwischen Molekülen in der Zelle modellieren. Man hat VLSI-Layout beim Chipdesign, man hat UML-Diagramme in der Softwaretechnik oder Infrastrukturnetze in der Geografie und all das sind eben jetzt Graphen und wenn der Mensch die verstehen will, dann helfen Zeichnungen. Denn Menschen sind erstmal visuelle Tiere, die ohne gute Visualisierung solche komplexen Graphen kaum verstehen können. Also Visualisierungen helfen unter anderem bei der Kommunikation und bei der Exploration von Graphen und Netzen. Kommunikation beispielsweise, wenn ein Soziologe sein Netz untersucht hat, bestimmte Schlussfolgerungen gezogen hat und das in einem Paper veröffentlichen möchte, dann würde er häufig auf eine Graphenvisualisierung zurückgreifen. Und umgekehrt, bei der Erstellung dieser Hypothesen helfen eben interaktive Umgebungen, mit denen man die Graphen darstellen kann. Und man möchte jetzt eine gute Zeichnung haben. Dazu muss man zunächst mal definieren, was eine gute Zeichnung überhaupt ist. Das heißt, wir brauchen Qualitätskriterien für solche Zeichnungen. Und das kann man üblicherweise in drei verschiedene Kategorien gruppieren. Man kann anfangen mit den Zeichenkonventionen. Das sind notwendige Eigenschaften, die man an die Graphenzeichnung ansetzt. Beispielsweise möchte man nur Zeichnungen haben, die geradlinige Kanten verwenden. Oder man kann die Kantenrichtungen einschränken, beispielsweise für solche orthogonalen Zeichnungen, wie man sie auch in UML-Diagrammen häufig sieht. Man kann sagen, die Knoten sollen auf dem Gitter liegen, also ganzzahlige Koordinaten haben. Oder die Zeichnung soll kreuzungsfrei sein, wenn es denn geht und der Graph planar ist. Das sind Zeichenkonventionen. Der zweite Punkt, das sind Ästhetikkriterien, die man optimieren möchte. Da kann man jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass man sie optimal oder völlig als Zeichenkonvention modellieren kann, aber man kann versuchen, sie zu optimieren. Beispielsweise die Anzahl Kreuzungen. Außerdem folgen aus diesen Kriterien häufig entweder schwere Optimierungsprobleme. Dritter Punkt sind lokale Nebenbedingungen. Beispielsweise kann man sagen, dass Nachbarknoten von einem Knoten beschränkte Positionen haben sollen oder man hat bestimmte Gruppen von Knoten, die gemeinsam platziert werden sollen. Das sind also Bedingungen, die sich nicht auf den kompletten Graphen beziehen, sondern auf eben Teilmengen des Graphen. Wenn wir das haben, dann können wir das Visualisierungsproblem nochmal definieren. Wir sagen nämlich, wir haben weiterhin den Graph gegeben. Wir suchen jetzt eine Zeichnung, die gut ist in dem Sinne, dass sie die Zeichenkonventionen erfüllt, dass sie die Ästhetikkriterien optimiert und die lokalen Nebenbedingungen respektiert, so dass denn möglich ist. Wenn man sich jetzt das Graphenzeichnen als Forschungsgebiet anschaut, dann ist das jetzt ungefähr 50 Jahre alt. Es begann alles in den 60er Jahren mit den beiden Herren. Das ist einmal William Tutte, der 1963 ein Papier verfasste, How to Draw a Graph. Das ist eines der grundlegenden Papiere, die das Gebiet eben definieren. Aber auch Donald Knuth hat sich damit beschäftigt, solche Flowcharts mit Algorithmen zu visualisieren. Im gleichen Jahr, zufälligerweise. Bei der Tagung GED einen eingeladenen Vortrag gehalten hat. Und er sagte, It is the best possible field that I can think of. It blows my mind that here you have mathematical beauty in the theorems you prove. You have wonderful algorithms. The work is relevant to the world. And also you have the aesthetic beauty of the graphs you draw. If I were starting now, I must say, this would have to be the most appealing subject. Ob man dem jetzt zustimmt, das ist natürlich diskussionswürdig, aber ich versuche in dem Vortrag ein paar Anhaltspunkte dafür zu geben, dass er vielleicht doch recht haben könnte. Wenn wir jetzt von den Graphen auf die Landkarten gehen, sieht das ein bisschen anders aus. Die Geschichte der Kartografie ist nicht nur 50 Jahre alt, sondern Tausende von Jahren alt. Und beschäftigt sich eben damit, räumliche Daten in Form von Karten darzustellen. Die ersten Karten, die man so finden kann, sind von 1500 vor Christus aus Babylonien, die eben ja, kleine Ausschnitte von einem Stadtplan zeichnen. Dann hat man im Mittelalter Weltkarten, die eben unter anderem für die Seefahrt sehr wichtig waren.
in den 50er Jahren oder in den 30er Jahren kamen erstmals auch abstraktere Darstellungen, schematische Karten auf. Allerdings war das Handwerk ja sehr manuell geprägt. Also der Kartograf saß da und hat die Karten von Hand gezeichnet. Heute ist der Großteil der Kartografie computergestützt. Und man hat eben unter anderem in den letzten 10, 15 Jahren auch sehr viele dynamische Karten, die ins Spiel kommen. Beispielsweise Navigationssysteme oder auf dem Smartphone, Kartenapplikationen oder eben auch digitale Atlanten wie Google Earth. Kann man feststellen, dass es eine zunehmende Automatisierung in der Kartenerstellung gibt. Und das zentrale Problem, das man hier hat, wenn man Algorithmen verwendet, um Karten darzustellen, ist, dass man eben geometrische Repräsentationen sucht von Objekten, die in der Geografie auftauchen. Und das Ganze muss man eben machen, indem man geometrische Primitive wie Punkte, Linien oder Flächen verwendet. Extrahiert, dann bekommt man eben jetzt Straßengraphen. Das ist aber nicht das Einzige, nicht die einzige Stelle, wo Graphen und Landkarten auftauchen. Wir können uns die Landesgrenzen betrachten. Auch das definiert wieder einen Graphen, der jetzt eine Handvoll von Besonderheiten hat. Beispielsweise grenzen üblicherweise nie mehr als drei Länder an einer Ecke aneinander. Das heißt, die Knotengrade in diesem Graphen sind entweder 3 oder Grad 2, wenn man jetzt diese Kantenzüge einzeln ausmodelliert. Es gibt bestimmte Sonderfälle, wo eben 4 Staaten zusammengrenzen. Beispielsweise in den USA gibt es das. Aber üblicherweise hat man nur Grad 3 Knoten. Das heißt, das ist auch wieder ein Graph, der hier auftaucht. Jetzt kann man, wenn man diesen Graphen der Landesgrenzen hat, sich auch den Graphen der Nachbarländer anschauen. Das heißt, wir nehmen einen Knoten für jedes Land, was wir auf dieser Karte haben, und verbinden zwei Knoten, wenn sie denn benachbart sind. Und das, was man hier bekommt, das ist im Prinzip dann der Dualgraph zu diesem Graphen der Landesgrenzen, wo wir eben für jede Facette, für jede Region einen Knoten haben, und wenn zwei Regionen benachbart sind, bekommen wir eine Kante dazu. Und das ist jetzt eben auch ein planarer Graph, der die nette Eigenschaft hat, dass alle Facetten in diesem Graphen Dreiecke sind. Das liegt daran, dass eben nie mehr als drei Länder aneinander grenzen. Und was man hier im Hintergrund sieht, ist, dass ich diese Länder gefärbt habe. Und das ist eben ein sehr wichtiges Resultat über planare Graphen, dass man das immer mit 4 Farben machen kann. Das ist ein Computerbeweis, der im vergangenen Jahrhundert geführt wurde, einer der ersten wichtigen Resultate, die hier entsprechend rauskamen. Das heißt, wir haben diesen Graphen der Nachbarländer. Und etwas versteckter kann man noch einen weiteren Graphen in diesen Karten finden. Und zwar, wenn man sich die Hierarchie der Verwaltungseinheiten anschaut, dann findet man Bäume in diesen Karten. Wenn man hier einen Wurzelknoten ansetzt für Deutschland, kann man darunter alle 16 Bundesländer hängen. Hat man hier schon einen Baum mit 2 Ebenen gewonnen, aber die Bundesländer sind eben weiter unterteilt in Regierungsbezirke, beispielsweise in Baden-Württemberg, dann weiter in Landkreise, Gemeinden und so weiter. Und so findet man Bäume in diesen Karten versteckt, indem man Inklusion benutzt, um die Kanten darzustellen. Also das ist ein weiterer Graph, den man hier findet. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch zeigen, dass man nicht nur Graphen in Karten findet, sondern dass man Graphen auch als Karten darstellt, weil man eben als Mensch gewohnt ist, mit Karten umzugehen und dann diese Darstellungen sehr intuitiv lesbar sind. Das ist ein Beispiel, wo eine Menge von Webseiten als U-Bahn-Linienplan dargestellt sind. Und das Interessante ist jetzt, wenn beispielsweise zwei Linien sich kreuzen, dann hat die Webseite was damit zu tun, dass sie auf beiden Linien liegt. Die eine Linie könnte beispielsweise, was haben wir hier für Beispiele? Wikipedia liegt auf der Wissenslinie beispielsweise und Skype liegt jetzt wahrscheinlich auf irgendeiner sozialen Netzebene. Und Wikipedia müsste eigentlich auch dann bei den sozialen Netzen vielleicht auftauchen. Also nach diesem Prinzip ist die Karte aufgebaut. Weiteres Beispiel ist eine Software, die nennt sich GMAP. Da kann man soziale Netzwerke auch als Karte darstellen. Das ist ein Beispiel von einem Musikergraph von der Webseite Last.fm. Das Ganze ist als politische Karte dargestellt. Man sieht hier eine Handvoll Länder, die alle Cluster in diesem Graphen sind. Das heißt, das sind alles Interpreten, die einen ähnlichen Musikstil haben. Das ist die Hoffnung. Wenn man jetzt ein bisschen reinzoomt, dann kann man hier so ein etwas zersplittertes Land finden, das die deutschen Interpreten sind. Also da taucht irgendwo Herbert Grönemeyer auf und Nena und so weiter. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man erkennen, dass eigentlich auch noch die Kanten zwischen den Knoten dargestellt sind. Ein weiteres Beispiel ist diese Darstellung, die das Graph-Drawing-Co-Autor-Netzwerk als topografische Karte darstellt. Das heißt, man hat hier so eine Art Inselmetapher und jeder Knoten ist ein Autor. Und wenn zwei Autoren gemeinsam ein Paper veröffentlicht haben auf der Konferenz, dann hätte man eine Kante zwischen diesen zwischen diesen Knoten. Und ein letztes Beispiel ist
so eine Voronoi-Tree-Map. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man diese Inklusionshierarchie, die wir mit den Verwaltungseinheiten gesehen haben, eben auch verwenden kann. Das sind die Haushaltsausgaben von Privathaushalten in den USA, die eben aufgeschlüsselt sind nach dem Bereich Wohnen, Lebensmittel und so weiter. Und man kann hier sehen, wie eben gerade diese Inklusionsbeziehung dazu ausgenutzt wird, um den Baum darzustellen. So, nach dieser kurzen Einführung möchte ich einen Überblick geben über die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Das Ganze ist jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt zwischen Themen, die sich sehr stark mit der Graphenvisualisierung beschäftigen, hin zu Themen, die sich sehr stark mit der Kartenvisualisierung beschäftigen. Und ich habe drei Themen ausgewählt für den Vortrag heute Abend. Das eine sind die Lombardi-Zeichnungen. Das ist ein Thema, das eben reine Graphen darstellt. Dann haben wir ein Thema kantengewichtete Kontaktrepräsentationen. Das Thema liegt irgendwie so dazwischen. Das heißt, man stellt Graphen dar, aber mit Mitteln der Kartografie. Und das letzte Thema ist die Beschriftung in dynamischen Karten. Beginnen wir mit diesen Lombardi-Zeichnungen. Der Name kommt von einem Künstler, von Mark Lombardi, der 2000 gestorben ist in New York. Und der ist bekannt eigentlich für seine Zeichnungen, also seine händischen Zeichnungen sozialer Netzwerke. Und meistens hat er sich soziale Netzwerke rausgesucht, die irgendwas mit Verschwörungstheorien zu tun haben. Das heißt, das ist ein Netz von der World Finance Corporation. Ein weiteres Beispiel ist hier eine Übernahme von Unternehmen, wo auch einzelne Akteure dargestellt sind. Und vielleicht ein bekanntes Beispiel ist ein Netzwerk, das unter anderem George Bush darstellt und Osama Bin Laden. Und die beiden sind nur drei Kanten auseinander. Interessant dabei ist, dass diese Zeichnung von 1999 ist, also bevor das Ganze in 2001 passiert ist. Wenn man jetzt sich anschaut, welche Eigenschaften seine Zeichnungen haben, dann werden Kanten in der Regel als Kreisbögen dargestellt oder eben als gerade Strecken, wobei man das so interpretieren kann, dass der Radius eben gegen unendlich geht. Außerdem werden kleine Knotenwinkel vermieden, das heißt, er versucht, die Kanten an den Knoten möglichst gut zu spreizen. Jetzt kann man diese Intuition hernehmen als Inspiration und formal definieren, was wir im Graphenzeichnen unter einer Lombardi-Zeichnung verstehen. Wir sagen, Zeichnung ist dann eine Lombardi-Zeichnung, wenn jede Kante jetzt eben durch einen Kreisbogen repräsentiert wird, wobei wir explizit auch geradlinige Kanten zulassen. Und außerdem an jedem Knoten V die Winkel aller inzidenten Kanten eben gerade 360 Grad durch den Knotengrad oder 2π durch den Grad sind. Das heißt, wir haben den kleinsten Winkel maximiert damit. Das nennt man dann optimale Winkelauflösung. Was wir dann erhalten, sind beispielsweise Zeichnungen, wie man sie hier sieht. Wir bekommen eben glatte, organische Formen, wie man sie auch in der Natur viel findet. Und das Interessante dabei ist, dass solche Formen eben für Menschen ästhetisch ansprechend sind. Vielleicht ansprechender als beispielsweise Graphenzeichnungen, wo Polygonzüge verwendet werden mit sehr vielen Knicken. Außerdem sind die Kanten visuell leicht zu verfolgen, weil der Krümmungsradius eben konstant bleibt während einer oder über die ganze Kante. So, welche Ergebnisse haben wir jetzt hier erzielt? Einerseits konnten wir konstruktiv charakterisieren, welche deregulären Graphen eine sogenannte kreisförmige Lombardi-Zeichnung besitzen. Also es kommen noch mehr Kreise ins Spiel. Deregulär bedeutet, dass jeder Knoten eben den gleichen Knotengrad D hat. Hier haben wir Beispiel für D gleich 3, 4 und 6. Und kreisförmig heißt, dass alle Knoten eben auf dem Kreis liegen, zusätzlich. Hier kann man eben feststellen, dass die Winkelauflösung beispielsweise optimal ist. Weiteres Resultat ist ein Algorithmus zum Zeichnen aller 2D-generierten Graphen und vieler 3D-generierter Graphen. Wobei jetzt K-degeneriert oder 2D-generiert bedeutet, dass der Graph schrittweise in den leeren Graphen umgewandelt werden kann, wenn man immer einen Knoten von Maximalgrad K eben entfernt. Und die Idee für die 2D-generierten Graphen kann man hier schön darstellen. Und zwar bauen wir diese Abbaureihenfolge eben umgekehrt wieder auf. Das heißt, wir fügen schrittweise Knoten zu der aktuellen Zeichnung hinzu und wissen, dass wir maximal zwei Nachbarn haben. Wenn man jetzt beispielsweise die Knoten U und V bereits dargestellten Nachbarn sind, dann kann man zeigen, dass alle Knotenpositionen für diesen neuen Knoten W, die eben einen gewissen benötigten Winkel darstellen, auf einem Kreis liegen müssen, der durch U und V geht. Ja, das muss man ein bisschen mit trigonometrischen Umformungen hantieren und dann bekommt man eben raus, dass für diesen Zielwinkel Theta W alle möglichen Positionen auf diesem Kreis liegen. Und für 2D-generierte Graphen kann man sich eben einfach eine Position davon auswählen. Bei 3D-generierten Graphen wird es ein bisschen schwieriger, weil es eben passieren kann,
wenn man nicht mehr die Freiheit hat, den Knoten völlig frei zu platzieren, sondern der muss an Schnittpunkten von Kreisen liegen. Und wenn dieser Schnittpunkt beispielsweise auf einem Knoten zu liegen kommt, den wir schon gezeichnet haben, dann ist das keine gültige Zeichnung. Außerdem haben wir gezeigt, dass nicht alle Planaren Graphen planare Lombardi-Zeichnungen besitzen. Das ist ein Gegenbeispiel von einem Graphen mit 12 Knoten, der eben keine planare Lombardi-Zeichnung besitzt. Dann haben wir uns angeschaut, wie wir Bäume zeichnen können in diesem Zeichenstil. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und wir haben eine Nutzerstudie gemacht, die sich mit der Lesbarkeit von Lombardi-artigen Zeichnungen beschäftigt. Lombardi-artig, weil wir nicht 100% die Kriterien erfüllen. Auch dazu sage ich noch ein bisschen mehr. Schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn wir geordnete Bäume zeichnen wollen, das Ganze in polynomieller Fläche. Jetzt kann man sich erstmal fragen, was sind denn Ästhetikkriterien, wenn man Bäume zeichnen möchte. Das ist in der Regel keine schöne Baumzeichnung. Liegt daran, dass wir unnötige Kreuzungen haben, wir möchten eine kreuzungsfreie Zeichnung haben. Außerdem möchten wir die Kanten leicht lesbar haben, beispielsweise kann man sagen, geradlinig, besser geht es dann ja nicht. Dann möchten wir auch eine gute Winkelauflösung haben. In diesem Beispiel sieht man jetzt, dass die Kanten eben besser gespreizt sind und wir möchten möglichst wenig Platz verbrauchen. Ja, das heißt, das wäre jetzt eine relativ gute Baumzeichnung. Die Frage ist nur, kann man alle diese Kriterien gleichzeitig erreichen? Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, dass eben hier an diesem Knoten noch ein größerer Teilbaum dranhängt, dann sorgt beispielsweise diese Winkelauflösung dazu, dass man manche Kanten sehr lang zeichnen muss. Was wir hier gezeigt haben, ist, dass jeder Baum eine Zeichnung hat mit kreuzungsfreien Kanten, optimaler Winkelauflösung und polynomiellem Platzbedarf, das heißt kompakten Darstellungen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie sieht das denn mit den Kanten aus? Wenn wir geradlinige Kanten hernehmen, dann geht das für ungeordnete Bäume. Das bedeutet, wir können die Kindknoten von jedem Knoten völlig beliebig anordnen. Wenn wir aber geordnete Bäume haben, wo eben die Reihenfolge der Knoten der Kinder etwas aussagt, dann kann man das nicht mehr völlig frei permutieren. Und das kann eben sein, kann man sich vorstellen, dass zwei benachbarte Kinder sehr große Teilbäume mit runterhängen haben. Und dann bekommt man Probleme, wenn man geradlinige Kanten verwendet. Nutzen wir allerdings Lombardi-Kanten, dann können wir auch geordnete Bäume jetzt mit polynomiellem Platz zeichnen. Ein paar verwandte Arbeiten zum Baumzeichnen. Das ist ein sehr klassisches Problem im Graphenzeichnen. Man hat Platz optimiert, aber keine Winkel. Das sind jetzt alles Gitterzeichnungen von Bäumen, die geradlinige Kanten verwenden oder Polygonzugkanten, beziehungsweise hier sogar orthogonale Kanten und versuchen, das Layout kompakt hinzubekommen. Dann gibt es Verfahren, die eben Bäume zeichnen und die Winkelauflösung beachten, aber nicht optimieren. Das sind alles Beispiele dafür, wo man solche Ballon- oder Bubble-Trees hat, wo eben Teilbäume in Kreisen gezeichnet werden. Aber man sieht, dass die Winkel beispielsweise um diesen zentralen Knoten jetzt nicht alle gleich groß sind. Das heißt, es ist eine ähnliche Zielsetzung, aber es gibt eben keine Garantie, beispielsweise des Winkelauflösungskriteriums. Und auch beim Graphenzeichnen mit glatten Kurven, beispielsweise Kreisbögen, hat man sich schon beschäftigt. Und hier beschränkte Winkelauflösung bekommen oder versucht, die Winkelauflösung zu verbessern, aber eben nicht die Garantie, dass es optimal ist. Jetzt möchte ich kurz skizzieren, wie unser Verfahren denn funktioniert. Die erste Zutat, die wir brauchen, das ist die Zerlegung in schwere Pfade. Kurze Definition dazu. Also wir nehmen eine beliebige Wurzel des Baumes her und sagen, ein Kind von dieser Wurzel ist ein schweres Kind, genau dann, wenn der Teilbaum, der darunter hängt, der größte Unterbaum von diesem Knoten ist. Alle anderen Kinder nennen wir dann leichte Kinder. Und ganz analog können wir die Kanten bezeichnen als schwere Kanten und leichte Kanten, je nachdem, welches Kind sie verbinden. Wenn man das jetzt anwendet, dann sieht man hier in Fett gezeichnet alle schweren Kanten dieses Baumes und die übrigen Kanten sind eben leichte Kanten. Wenn man das bekommt, dann hat man im Prinzip so eine hierarchische Zerlegung, sogenannte Heavy Pass Decomposition, die jetzt eben so einen Zerlegungsbaum von diesem Graphen hernimmt. Das Interessante dabei und das Wichtige ist, dass die Höhe von diesem Zerlegungsbaum logarithmisch ist. Das heißt, auch wenn man sehr unbalancierte Bäume hat, dann kommt man hier eine Zerlegung hin, die eine logarithmische Höhe hat. Das wird später wichtig sein. Und jetzt der Algorithmus, der diese Bäume zeichnet, wenn ich das skizziere, dann funktioniert das so, dass wir jeden schweren Pfad innerhalb von einer polynomiell großen Kreisscheibe zeichnen. Und dann kann man beobachten, dass jeder schwere Pfad auf einer gewissen Ebene J auch ein leichtes Kind ist von einem schweren Pfad auf der Ebene drüber. Und das legt nahe, dass man eine rekursive Technik verwenden kann. Das heißt, wenn wir alle Zeichnungen von den schweren Pfaden auf der Ebene J gegeben haben, dann können wir in der Hierarchie aufsteigen und versuchen, die Zeichnung beispielsweise von diesem Knoten hinzubekommen. Ja, das ist hier veranschaulicht. Wir haben innerhalb von diesen kleinen Kreisen die Teilzeichnungen und versuchen, die eben zusammenzufügen zu einer Zeichnung des ganzen Baumes hier.
die Eingabe, die wir haben, ist dann ein schwerer Pfad, der an Knoten VK die Wurzel hat. Wir kennen die benötigten Winkel, die wir zwischen je zwei schweren Kanten haben. Das liegt daran, dass wir geordnete Bäume haben, das heißt, die Winkel sind fest. Und wir kennen auch die Kreisscheiben, in denen die Unterbäume bereits gezeichnet sind. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass wir das Blatt in die Mitte von einer neuen Kreisscheibe legen. Und jetzt müssen wir eben eine Position für den nächsten Knoten auf diesem schweren Pfad finden. Und das Ganze machen wir auf einem konzentrischen Kreis. Man kann hier sehen, dass die Winkel, die sich hier bilden, zwischen der Kante, die zu dem Kreis geht, und dem Kreis, die spannen eben den kompletten Bereich zwischen 0 und 180 Grad auf. Das heißt, wir können hier genau die Position bestimmen, an der der benötigte Winkel eben liegt. Das ist beispielsweise hier. Und dann setzen wir dieses Verfahren einfach fort. Das heißt, wir nehmen den Knoten V3, suchen wieder die richtige Position, bis wir eben den kompletten schweren Pfad so gezeichnet haben. Was man dann beobachtet, ist, dass der Radius für diesen Gesamtkreis kleiner gleich ist als die Summe der Durchmesser von diesen Kreisen, weil wir die konzentrischen Kreise gerade so gewählt haben, dass die Kreisringe disjunkt sind. Jetzt hat man den schweren Pfad gezeichnet, muss noch die Kindknoten ansetzen. Dazu kann man zwei Bereiche unterscheiden, einmal den kleinen Bereich und den großen Bereich, der von diesen beiden schweren Kanten aufgespannt wird. Und in dem kleinen Bereich wird jetzt eben eine Kreisscheibe platziert, die für alle Kinder steht, die da reinfallen. Und in einem Lemma kann man zeigen, dass eben alle Kinder in einen Kreis passen, dessen Radius gerade halb so groß ist wie der von diesem Knoten. Das heißt, wir können den hier so innerhalb von dem Kreisring zeichnen, ohne dass es zu Kreuzungen beispielsweise kommt. Im großen Bereich funktioniert das relativ analog. Wir splitten das Ganze in zwei kleine Bereiche auf und wenden das gleiche Verfahren an. Das ist jetzt das Hauptresultat hierbei. Wir konnten also zeigen, dass wir für einen geordneten Baum T mit n Knoten mit diesem Algorithmus eine planare Lombardi-Zeichnung finden konnten, die einen Kreisradius von 2 mal n hoch 3 hat. Die Beweisskizze verwendet jetzt eben gerade, dass wir eine logarithmische Tiefe haben von dieser Pfadzerlegung, und per Induktion kann man dann eben zeigen, dass das gerade auf einen Radius führt von 2 mal 4 hoch log 2n, und das ist dann eben nichts anderes als 2 mal n hoch 3, wenn man das ausrechnet. Ist aber jetzt hier gar nicht so elementar. Jetzt möchte ich im zweiten Teil noch zur Nutzerstudie kommen, die wir gemacht haben, um zu untersuchen, wie denn diese Lombardi-Zeichnungen in der Praxis lesbar sind. Die Frage war, verbessern Lombardi-Zeichnungen die Lesbarkeit von Graphen gegenüber geradlinigen Zeichnungen? Und da kann man zwei Teilfragen stellen. Einmal könnte man eine geradlinige Zeichnung hernehmen und versuchen, die möglichst Lombardi-artig zu machen. Das heißt, wir nehmen die Kanten her und versuchen, sie zu krümmen und optimieren dabei die Winkel. Oder wir nehmen eine völlig uneingeschränkte, freie Lombardi-artige Zeichnung her und schauen, was da passiert. Ja, das sind jetzt hier Beispiele für eine geradlinige Zeichnung. Hier hatten wir die gleichen Knotenkoordinaten, aber die Kanten sind leicht anders. Und hier sind auch die Knotenpositionen anders. Der Hintergrund davon ist, nicht alle Graphen haben Lombardi-Zeichnungen, also genaue Lombardi-Zeichnungen. Deswegen können wir auch Lombardi-artige Zeichnungen uns anschauen. Und es gab 2012 eben, wurden zwei Verfahren vorgestellt von Czernobelski et al., die mit kräftebasierten Verfahren solche Lombardi-artigen Zeichnungen berechnen. Das heißt, die erste Methode, die wir vergleichen, das ist ein ganz traditionelles kräftebasiertes Verfahren von Fruchtermann und Reingold. Wir haben abstoßende Kräfte für alle Knotenpaare und anziehende Kräfte für alle Kanten. Das basiert auf so einer physikalischen Analogie. Die zweite Methode ist der eingeschränkte Lombardi-Embedder, der die gleichen Knotenpositionen verwendet, aber die Kanten in Kreisbögen umwandelt. Und die dritte Methode ist auch kräftebasiert, sorgt auch dafür, dass alle Kanten Kreisbögen sind und erreicht häufig sogar optimale Winkel, aber nicht immer. Und jetzt können wir diese beiden Fragen eben beantworten, indem wir uns einmal anschauen, wie sieht es denn aus, wenn wir das geradlinige Layout haben und das eingeschränkte Lombardi-Layout, beziehungsweise das geradlinige und das uneingeschränkte Lombardi-Layout. Die drei Aufgaben, die wir hatten, ist einmal den kürzesten Weg zu finden zwischen zwei markierten Knoten. Zweite Aufgabe war, die Anzahl der gemeinsamen Nachbarn zu identifizieren. Das heißt, man hat wieder zwei Knoten gegeben und muss in der Zeichnung jetzt suchen, wie viele Nachbarknoten haben die beiden gemeinsam. Und die dritte Frage war, für drei markierte Knoten denjenigen zu finden, der den höchsten Knotengrad hat. Das Experiment, das ist auf einem browserbasierten Fragebogensystem basiert. Wir haben 8 verschiedene Graphtypen untersucht, also kleine Graphen, große Graphen, dichte Graphen, dünne Graphen und so weiter. Die 3 verschiedenen Algorithmen und 3 Aufgaben, das heißt, jede Person, die teilgenommen hat, hat 72 verschiedene Bilder gesehen. Was wir gemessen haben, ist einmal die Korrektheit der Antwort, die Antwortzeit
und auch die Nutzerpräferenz. Das heißt, wir haben auch gefragt, welche Zeichnung gefällt Ihnen am besten. Teilnehmer hatten wir fast 70, 53 davon männlich. Großteil hatte auch viel bis also Erfahrung, bis viel Erfahrung mit Graphen. 7 Teilnehmer hatten Graphen vorher noch nie gesehen. Das Experiment hat etwa 30 Minuten pro Teilnehmer gedauert. Als Anreiz hatten wir einmal so eine Bestenliste und wir haben auch Amazon-Gutscheine verlost. Das sind die Messergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Ich möchte gar nicht im Detail darauf eingehen. Das Wichtige ist, vom Gesamtergebnis sieht man, dass TS, also das traditionelle geradlinige Layout, signifikant schneller geht und auch signifikant weniger Fehler produziert. Das sind also erstmal schlechte Nachrichten für die Lombardi-Zeichnungen. Eine Ausnahme gibt es, wenn man nach dem höchsten Grad schaut, dann helfen die Lombardi-Zeichnungen, was eben daran liegt, dass die Kanten besser gesplittet werden. Wir haben aber eben auch die Nutzerpräferenz abgefragt und da kommt man zu einem anderen Bild. Hier haben wir 2 Urteile für jede Graphklasse bekommen und man sieht, also ein kleinerer Wert bedeutet besser, dass jetzt eben die eingeschränkten Lombardi-Zeichnungen signifikant präferiert wurden gegenüber den anderen beiden. Und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, Präferenz gegen Leistung, dann sieht es eben so aus, dass man hier ein widersprüchliches Bild bekommt. Die geradlinigen Zeichnungen sind besser von der Performance, sind aber nicht so gut, werden nicht so sehr präferiert von den Nutzern. Und die eingeschränkten Lombardi-Zeichnungen, die gefallen den Leuten eben besser, aber sie können darauf nicht so exakt Antworten geben. Und wenn es Schlussfolgerungen daraus zieht, wäre das einerseits, dass die geradlinigen Zeichnungen meist besser abschneiden. Nur die Winkelauflösung hilft manchmal bei der Frage nach dem Knotengrad. Aber die Teilnehmer präferieren jetzt eben die Lombardi-Zeichnung gegenüber den anderen beiden, also gegenüber den geradlinigen und den uneingeschränkten Lombardi-Zeichnungen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Umwege der Kreisbögen, die hier teilweise entstehen können, dazu sorgen, dass man eben schwerer erkennen kann, ob 2 Knoten verbunden sind, wenn man zunächst mal an die Luftlinie denkt. Aber die Zeichnungen sind eben doch nützlich wegen der Nutzerpräferenz. Wenn Leute eben eine Zeichnung sehen und gleich sagen, wow, das ist so hässlich, das gucke ich mir nicht an, dann gibt man ihnen vielleicht doch lieber eine Zeichnung, die ihnen besser gefällt und sie brauchen etwas länger, um die Antwort zu bekommen. Bemerkung hierzu, es gab eine zeitgleiche Studie mit einer sehr ähnlichen Fragestellung, die keine signifikanten Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen Graphklassen der Zeichenstilen gefunden hat, also da war alles ungefähr gleich gut, aber sie hat eine deutliche Präferenz für geradlinige Zeichnungen. Das heißt, da kann man jetzt nicht so richtig viel mit anfangen, muss man sich genauer anschauen, welche Leute wurden gefragt, wie viel Erfahrung hatten die vielleicht schon mit geradlinigen Zeichnungen, weil das der übliche Zeichenstil ist. All solche Dinge haben hier einen Einfluss. Das heißt, die Auswahl von Graphen, Algorithmen, Aufgaben und Teilnehmern lässt eben nicht unbedingt eine Verallgemeinerung zu. Als Ausblick kann man doch was daraus lernen. Zum Beispiel könnte es Sinn machen, dass man die Krümmung einschränkt und sagt, wir dürfen nicht zu sehr von der geradlinigen Kante abweichen. Aber wenn es die Winkel verbessert, dann kann man eben zum gewissen Grade das doch machen. Außerdem haben Nutzer gesagt, dass es ihnen dann gefallen hat, wenn Kanten folgen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, solche Pfade gebildet haben, und zwar die irgendwie so kreisförmig waren. Und das ist auch ein Feature, was man bei Lombardis handgemachten Zeichnungen sieht. Das heißt, der ordnet auch viele Knoten so an, dass die eben auf einem Kreis liegen und Pfade dadurch visualisiert werden. Das heißt, das könnte man auch optimieren. Soweit zum ersten Thema, die Lombardi-Zeichnungen. Das nächste Thema sind jetzt kantengewichtete Kontaktrepräsentationen. Das liegt so ein bisschen in der Mitte zwischen Graphen- und Kartenvisualisierung. Problemstellung ist die folgende. Wir haben gegebene politische Karte M, das heißt, das ist eine Unterteilung der Ebene und einen positiven Wert WI für jede Region RI. Ja, das unten ist ein Beispiel, da haben wir 5 verschiedene Regionen mit entsprechenden Gewichten. Man kann das Ganze aber jetzt auch als Graph auffassen, das heißt, wir haben hier einen knotengewichteten, triangulierten Graphen, planaren Graphen, der dual ist zu dieser Karte M und jeder Knoten ist eine entsprechende Region und 2 Regionen, wenn sie benachbart sind, dann haben wir gerade eine Kante definiert. Auch hier haben wir dann Gewichte gegeben für die Regionen. Das Ziel ist jetzt, eine äquivalente, aber verzerrte Karte M' zu bekommen. Für die gilt, dass die Fläche jeder Region gerade so groß ist wie das Gewicht. Beziehungsweise, wenn man in die Graphensprache geht, dann bekommen wir eine flächenproportionale Kontaktrepräsentation von G und jeder Knoten ist eine geometrische Fläche einer bestimmten Größe und die 2 Flächen berühren sich genau dann, wenn die Kante im Graphen drin steckt. Das ist also komplett analog. Da gibt es eine Menge Ergebnisse schon zu. Wenn wir ungewichtete Graphen betrachten,
Beispielsweise hat jeder planare Graph eine Repräsentation als Kontaktrepräsentation mit Kreisscheiben. Das hat Goebel 1936 schon gezeigt. Außerdem weiß man, dass jeder planare Graph eine löcherfreie Kontaktrepräsentation hat, wenn man konvexe Hexagone oder Sechsecke benutzt. Und jeder planare Graph, für den zusätzlich gilt, dass alle inneren Facetten Dreiecke sind, die äußere Facette ein Viereck und es keine separierenden Dreiecke gibt. Das heißt Dreiecke, die man findet, wo innen drin Knoten liegen und außen drin Knoten liegen. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es immer ein rechteckiges Dual. Das heißt so eine Kontaktrepräsentation mit Rechtecken. Wenn wir knotengewichtete Graphen hernehmen, gibt es schon eine Handvoll Resultate, beispielsweise verschiedene Heuristiken, die Rechteckskartogramme mit kleinem Fehler berechnen. Hier entspricht jeder Knoten eben einem Land und man könnte beispielsweise die Bevölkerungsgröße oder das Bruttosozialprodukt auf die Fläche abbilden. Bekommt man solche Karten. Es gibt eine Charakterisierung von sogenannten flächenuniversellen Rechteckskartogrammen. Das sind Layouts, bei denen man beliebige Werte zuweisen kann für die Fläche. Und man bekommt immer eine kombinatorisch äquivalente Zeichnung hin. Das geht nicht für alle Graphen. Und wir wissen, dass jeder innentriangulierte planare Graph ein rektilineares Kartogramm hat. Das heißt, alle Kanten sind weiterhin horizontal und vertikal. Und man braucht maximal 8 Ecken. Und 8 Ecke sind aber für manche Graphen auch notwendig. Das heißt, hier ist die Lücke inzwischen geschlossen. Wenn man jetzt kantengewichtete Graphen anschaut, dann sieht die Situation so aus, dass wir weiterhin planaren Graphen G gegeben haben, aber jetzt sind die Gewichte nicht auf den Knoten, sondern auf Kanten. Und dazu gibt es in der Literatur noch keinerlei Ergebnisse, wenn man das als Kontaktrepräsentation darstellen möchte. Das heißt, gesucht ist jetzt hier auch wieder eine rektilineare Kontaktrepräsentation, wobei die Kontaktlängen zwischen zwei benachbarten Regionen jetzt gerade dem Gewicht entsprechen sollen. Das heißt, hier geht man nicht auf die Fläche, sondern auf die Länge von dem Kontakt. Das Ziel ist jetzt, eine geringe Komplexität der Regionen zu bekommen, also optimalerweise Rechtecke. Interessant hierbei ist auch zu sehen, dass wenn wir die Komplexität nicht einschränken, dann können wir beliebige Kantengewichten darstellen, indem man einfach eine raumfüllende Kurve nimmt, die so lang wird, wie man es eben braucht. Also wir schauen uns jetzt Rechtecke an. Erste Definition, das sind solche Rechtecksduale für einen planar eingebetteten Graphen. Und zwar ist das eine Unterteilung eines Rechtecks in kleinere Rechtecke. So, das Folgendes gilt, keine vier Rechtecke haben einen gemeinsamen Punkt und zwei Rechtecke RU und RV haben genau dann eine gemeinsame Grenze, die wir mit SUV bezeichnen, wenn eben die Kante UV in der Kantenmenge des Graphen drin liegt. Hier unten ist ein Beispiel von einem Graphen, der die Anforderungen erfüllt und hier drüben sind zwei mögliche Rechtecksduale. Man sieht schon, dass das Ganze nicht eindeutig ist, weil man beispielsweise die blau markierte Kante hier so 90 Grad nach rechts kippen kann und dann bekommt man eben diese Darstellung. Das heißt, hier kann man optimieren über die möglichen Rechtecksduale. Man kann die Definition jetzt noch erweitern auf sogenannte Proper Triangular Planar Graphs, die innen trianguliert sind, keine separierenden Dreiecke enthalten und außerdem vier ausgezeichnete äußere Knoten haben, die eben gerade den Himmelsrichtungen entsprechen. Das heißt, wir nehmen den Graph, den wir vorher hatten, und erweitern das quasi um diese vier Knoten und bekommen damit diese beiden Proper Triangular Planar Graphs. Und ein Satz von He 1993 ist, dass G jetzt eben ein Graph G genau dann ein Rechtecksdual hat mit vier äußeren Rechtecken, wenn er so ein Proper Triangular Planar Graph ist. Das ist ein zentrales Resultat hier. Und was ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte an der Stelle, ist ein Komplexitätsresultat für dieses Problem. Zwar den folgenden Satz. Für so einen PTP-Graphen G und eine Menge von Kantengewichte, und jetzt haben wir zwei Kantengewichtsfunktionen, nämlich einmal eine untere Schranke Alpha und eine obere Schranke Beta für jede Kante. Da ist es endlich schwer zu entscheiden, ob es ein Rechtecksdual besitzt, sodass alle Kontaktlängen eben innerhalb der Grenzen liegen. Das heißt, mindestens so groß sind wie Alpha und maximal so groß wie Beta. Und die Beweisskizze, das basiert jetzt auf einer Reduktion von dem planaren Dreisatzproblem. Das ist ein booleches Erfüllbarkeitsproblem für Formeln in konjunktiver Normalform mit der Einschränkung, dass der Variable-Klausel-Graph eben planar ist. Variable-Klausel-Graph ist der Graph, der entsteht, wenn wir einen Knoten für jede Variable ansetzen und für jede Klausel und Klauseln mit den Variablen verbinden, die darin eben vorkommen. Und dann weiß man, dass man diese planaren Graphen immer so zeichnen kann, dass die Variablen auf einer Horizontalen liegen und die Klauseln quasi von oben und unten wie so eine E-Form anschließen. Das heißt, der Beweis muss jetzt einen PTP-Graphen konstruieren, der die Eigenschaft hat, dass er quasi diesen Graphen hier modelliert und genau dann ein gültiges Rechtecksdual hat, wenn die Formel denn erfüllbar ist. Das, was man jetzt hier sieht, ist eben ein Beispiel für eine Formel mit drei Klauseln.
Und was wir jetzt machen, ist, Graphen zu konstruieren, die gerade dieses Verhalten bekommen. Ein zentraler Baustein ist das, was man hier sieht. Das heißt, der Graph hat relativ viele Knoten, aber im Prinzip muss man sich nur die rechte Seite anschauen, um zu sehen, was hier eigentlich vorgeht. Und wir haben den Graphen so konstruiert und die Grenzen Alpha und Beta so gewählt, dass der Graph genau zwei gültige Realisierungen hat. Und damit kann man dann die Wahrheitswerte wahr und falsch kodieren. Das hier ist die eine Realisierung und das ist die andere Realisierung. Man sieht, dass diese blaue Konstruktion im Inneren quasi die Richtung wechselt und dadurch diese schwarzen Andockpunkte hoch bzw. runterschiebt. Und das kann man verwenden, um jetzt eben Wahrheitswerte weiterzuleiten. Das heißt, aus diesen Bausteinen können wir jetzt Gadgets für die Variablen zusammenbauen, indem man einfach diese Blöcke zusammenklebt. Und dadurch synchronisiert man eben alle Blöcke, die zur gleichen Variablen gehören. Wenn wir verschiedene Variablen haben, dann können wir solche Trenner einfügen, sodass das Ganze unabhängig ist. Und auch hier kann man jetzt sehen, wenn man den Wert der Variablen ändert, dann schlägt das eben auf die komplette synchronisierte Konstruktion durch. Und das heißt, man kann jetzt auch hier oben ablesen, wie der Wert von dem Block hier unten aussieht. Damit haben wir jetzt einen Großteil von diesem Graphen schon modelliert, aber die Klauseln fehlen eben noch. Das Klausel-Gadget sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich gar nicht schwer. Wir haben jetzt die Eigenschaft, dass die Literalwerte die obere bzw. die untere Grenze von diesen beiden zentralen gelben Rechtecken bestimmt. In dem Beispiel haben wir jetzt die Eigenschaft, dass alle Grenzen so weit wie möglich innen sind. Das ist gerade die Konfiguration, dass eben alle drei Literale wahr sind. Wenn man jetzt anfängt, die Werte zu ändern, dann sieht man, dass eben die Grenzen jetzt teilweise nach oben geschoben werden. Das liegt daran, dass wir eben über die Gadget-Konstruktion gerade dieses Hochziehen modellieren. Das heißt, wenn wir eine Variable falsch setzen, dann ist das auch noch eine Kontaktlänge von 19 hier dazwischen. Machen wir das bei der zweiten, die hier dupliziert ist, um die Struktur zusammenzubekommen, bekommen wir eine Kontaktlänge von 20. Und wenn wir jetzt die dritte Variable noch umsetzen, dann bekommen wir eine Kontaktlänge von 21. Und 21 bekommt man eben nur, wenn alle drei Variablen falsch sind. Das heißt, wenn wir unsere Grenzen jetzt auf 19 und 20 setzen, dann geht das Ganze innerhalb der Grenzen genau dann, wenn die Klausel wahr ist. Und damit kann man jetzt eine Gesamtkonstruktion bauen, indem man das alles zusammenfügt. Und hier kann man sehen, okay, im Moment ist diese Belegung so, dass alle Klauseln erfüllt sind. Wenn wir jetzt umschalten, dann werden eben diese beiden Klauseln jetzt nicht mehr erfüllt. Aber insgesamt wäre das eine Formel, die erfüllbar ist. Weitere Ergebnisse in dieser Arbeit war einerseits ein Entscheidungsalgorithmus für Rechtecksduale, wenn diese kombinatorische Struktur vorgegeben ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, Kanten zu kippen, sondern wir wissen genau, wenn wir zwei Rechtecke haben, die benachbart sind, ob die horizontal oder vertikal benachbart sind. Wenn das vorgegeben ist, dann kann man effizient entscheiden, ob es denn möglich ist. Außerdem haben wir ein ILP-basiertes Lösungsverfahren implementiert und auch auf realen Daten getestet. Das sind Personenflüsse in einem Fußballstadion in Düsseldorf. Das heißt, darüber bekommt man Kantengewichte, indem man jede Region bzw. jeden Innenraum als Knoten sieht und dann eben zählt, wie viele Personen gehen von A nach B. Zusätzlich konnten wir noch charakterisieren alle Graphen, die rektilineare Kontaktrepräsentation haben. Das heißt, jetzt lässt man mehr Knicke zu, aber von beschränkter Komplexität. So, dann möchte ich zum Schluss noch zum Thema Beschriftung in dynamischen Karten kommen. Dazu zunächst zur Kartenbeschriftung. Das ist eigentlich ein sehr altes Problem in der Kartografie. Und das ist ein Zitat von einem Schweizer Kartografen, der geschrieben hat, dass pure sloppish amateurish type placement is irresponsible. It spoils even the best image and impedes reading. Das ist also soll zeigen, dass die Platzierung von den Beschriftungen in der Karte kein unwichtiges Problem ist, sondern auch wenn das Kartendesign sonst gut stimmt, aber das Labeling schlecht gemacht ist, dann wird die ganze Karte irgendwie unruhig. Jetzt hat man in der Kartografie natürlich umfangreiche Erfahrungen im manuellen Beschriften von Karten. Einige Richtlinien, die man identifizieren kann, ist, dass die Label neben, über oder unter dem Objekt stehen sollen. Wenn möglich oben rechts, das gilt zumindest in westlichen Kulturkreisen. Man möchte natürlich Überdeckungen vermeiden und eine eindeutige grafische Zuordnung haben. Das heißt, Label soll jetzt nicht so stehen, dass genau zwei Punkte auf seinem Rand liegen. Und dieses Problem wurde vor schon mehr als 20 Jahren im Prinzip in die algorithmische Geometrie transformiert und da bearbeitet. Wenn jetzt das geometrische Beschriftungsmodell sich anschaut, dann haben wir n Punkte gegeben in der Ebene, für jeden Punkt ein Label, das man repräsentieren kann als Rechteck, also als Bounding Box für den Text. Und das Ziel ist jetzt, eine zulässige Platzierung zu finden für eine möglichst große Teilmenge der Label, ohne dass sich zwei Label überschneiden. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man im Prinzip fünf Label platzieren möchte, aber die Karte ist so eng, dass man eben eins ausblenden muss. Das ist das Max-Number-Problem. Jetzt muss ich noch sagen, was eine zulässige Platzierung ist. Da gibt es auch verschiedene Modelle für.
Beispielsweise die diskreten Modelle, die sagen, für jeden Punkt gibt es eben 1, 2, 4 oder eben k mögliche Positionen. Oder die allgemeineren Slider-Modelle, wo man die Label jetzt entlang schieben kann von dem Punkt. Das statische Labeling-Problem ist schon weit untersucht. Das heißt, man weiß, dass das Max-Number-Problem eigentlich immerhin schwer ist, egal welche Modelle man ansetzt. Es wurden eine Reihe von Arbeiten gezeigt. Aber es gibt eben auch Algorithmen, die das Ganze approximieren. Beispielsweise in den diskreten Modellen hat man sogar ein Polynomialzeit-Approximationsschema, wenn man Label annimmt, die immer die gleiche Höhe haben. Und es gibt einen Log-Log-N-Approximationsalgorithmus, wenn die Label alle unterschiedlich groß sein können. Dann gibt es auch praktische exakte Verfahren, die eben Branch and Cut verwenden oder ganzzahlige Programmierung und sehr viele Heuristiken, die in der Praxis auch verwendet werden. Wenn man jetzt die Slider-Modelle sich anschaut, dann sieht die Situation sehr ähnlich aus. Auch da gibt es eben Approximationsschemata und Konstant-Faktor-Approximationen und auch exakte Algorithmen, die verwendbar sind. Jetzt möchte man aber von den statischen Karten eigentlich auf die dynamischen Karten gehen. Denn die meisten Karten heute sind nicht mehr statisch auf Papier gedruckt, sondern sind individuelle Karten, die einen bestimmten Zweck erfüllen und dynamisch sind. Das heißt, der Nutzer kann damit interagieren. Ja, das können jetzt professionelle GIS-Systeme sein, irgendwelche Karten auf dem Smartphone oder Navigationssysteme. Und die Kartenansicht bewegt sich eben kontinuierlich, wenn der Nutzer damit interagiert, beispielsweise zoomt, verschiebt, rotiert, die Karte neigt. Und dabei treten Effekte auf, die man jetzt berücksichtigen muss. Das heißt, das Layout und die Beschriftung der Karte muss sich jetzt daran anpassen. Und da kommt man eben auch zur kontinuierlichen Kartenbeschriftung. Ist die Frage, ist das denn dann wirklich ein neues Problem? Wenn man sich jetzt die statischen Ansätze anschaut, die es bisher gibt, dann basieren die meisten davon auf dem sogenannten Konfliktgraph. Dann versucht man, möglichst große unabhängige Mengen in diesem Graphen zu bekommen. Jetzt kann man das versuchen, auch auf dynamische Karten zu übertragen. Das heißt, wir können versuchen, jeden Frame von so einer Animation eben in Echtzeit möglichst schnell zu beschriften. Ein Ansatz dafür ist von Petzold et al., der so eine Vorberechnung macht. Das heißt, der Konfliktgraph wird angereichert mit Maßstabsinformationen. Während der Interaktion kann man den abfragen und dann mit Greedy-Verfahren Labelings bestimmen. Oder der zweite Ansatz ist, dass man einfach schnell on the fly ohne Vorberechnung versucht, konfliktfreie Label zu bekommen. Auch dazu gibt es Vorarbeiten. Jetzt die Frage, ist das Problem damit gelöst oder eben nicht? Und das Problem dabei ist, dass die Ansätze zwar schnell sind, aber die resultierenden Animationen sind oft unbefriedigend. Das liegt daran, dass die Frames eben jetzt unabhängig von Nachbarframes berechnet werden. Das heißt, Label können hin und her springen, können flackern, im einen Frame an sein, im nächsten wieder aus. Und solche Dinge wie zeitliche Kohärenz oder Konsistenz, die werden gar nicht betrachtet. Und wenn man sich anschaut, wie das aktuell in der Praxis aussieht, dann kann man sich Navigationssysteme anschauen, man kann sich Google Earth anschauen. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, kann man damit rumspielen und man wird diese Effekte finden. Das heißt, da werden Heuristiken verwandt, die zwar versuchen, das möglichst gering zu halten, aber diese Effekte treten auf. 2006 wurden jetzt eine Handvoll Konsistenzkriterien definiert, die dafür sorgen, dass man eben jetzt hier bessere Animationen bekommt. Beispielsweise, wenn man die Karte vergrößert, dann sollen die Label nicht verschwinden. Und wenn man sie verkleinert, sollen sie nicht plötzlich auftauchen. Das wäre irgendwie widersprüchlich. Sichtbare Label sollen ihre Position und ihre Größe am besten gar nicht ändern und wenn, dann kontinuierlich und nicht diskret hin und her springen. Und die Platzierung und Auswahl der Label soll im Prinzip eine Funktion des Kartenzustands sein und nicht von der Historie abhängen. Das heißt, wenn man den gleichen Kartenausschnitt jetzt per E-Mail seinem Kollegen verschickt, dann soll der auch die gleiche Karte sehen und nicht andere Label. Und die Labelgröße auf dem Bildschirm, die sollte im Prinzip fest sein. Jetzt schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn man Karten rotieren möchte. Das heißt, wir haben eine Karte gegeben in Nordausrichtung, wie es üblich ist. Jetzt fangen wir an, das Ganze zu rotieren. Wenn man das ganz naiv macht und alles mitrotiert, dann wird man sehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Label nicht mehr richtig lesbar sind oder man kriegt einen steifen Nacken. Das heißt, die Label sind an der Basiskarte ausgerichtet und das möchte man nicht haben. Sondern wir möchten, dass die Label horizontal bleiben. Was jetzt passieren kann, ist, dass wenn man einen bestimmten Drehwinkel erreicht hat, dass plötzlich zwei Label einen Konflikt haben, die in der Nordausrichtung problemlos beide hingepasst haben. Das heißt, die Rotation erzeugt neue Konflikte, die wir auflösen müssen. Und zwar so auflösen müssen, dass Label nicht springen oder flackern dabei. Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze zu modellieren, das ist unsere Eingabe, eine beschriftete Karte. Wir haben für jedes Label so einen Ankerpunkt. Und jetzt versuchen wir monoton die ganze Karte zu rotieren. Und wir sehen, dass eben jetzt bei bestimmten Winkeln Konflikte auftauchen. Jetzt kann man auch eine andere Perspektive einnehmen. Und wenn man sich jetzt mal die Label 5 und Label 3 hernimmt und anschaut, was passiert, wenn man hier diese Karte rotiert und auf der anderen Seite aber die Label hernimmt,
die Karte festhält und die Label in die andere Richtung rotiert. Dann treten nämlich genau die gleichen Konflikte auf. Ja, das ist einfach eine andere Perspektive. Und das hilft uns in den Algorithmen, weil jetzt können wir uns Label anschauen, die rotieren. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber die Konflikte, die wir dabei bekommen, das sind genau die, die man in der rotierenden Karte haben möchte oder nicht haben möchte. Welche Anforderungen haben wir? Wir haben die statischen Anforderungen, klar. Wir möchten nicht die Eingabepunkte verdecken, wir möchten keine Überlappungen zwischen Labeln haben. Wir haben jetzt aber auch dynamische Anforderungen. Also Label sollen nicht springen und sie sollen nicht flackern. Das Springen, man könnte ja sich denken, okay, jetzt kommt es hier zum Konflikt, dann verschieben wir das Ganze. Ja, das wäre so ein Springeffekt, den wir nicht haben wollen. Und indem wir einen festen Ankerpunkt für jedes Label wählen, kann das Label gar nicht springen. Das heißt, das Modell wird eingeschränkt, aber hat dann den Effekt, dass es eben besser aussieht. Das wäre so ein Flacker-Effekt, das heißt, wir bekommen für verschiedene Winkel immer eins der beiden Label angezeigt. Und um das zu verhindern, können wir sagen, wir möchten jedes Label in einem einzigen zusammenhängenden Winkelbereich nur anzeigen. Wenn man jetzt die Winkel auf dem Kreis aufträgt, dann bedeutet das, dass wenn man das Label rotiert, dass man eben einen so einen grünen Kreisbogen bekommt. Den nennen wir aktiven Bereich. Und eine Beschriftung, die all diese Anforderungen erfüllt, das ist dann eine konsistente Beschriftung. Und das Problem, das man jetzt betrachtet, das wir hier MaxTotal nennen, sieht wie folgt aus. Wir haben eine Karte gegeben, eine Punktmenge P und eine gültige Beschriftung davon. Wir suchen jetzt eine konsistente Rotationsbeschriftung, die eben die Gesamtlänge aller aktiven Bereiche maximiert. Warum macht man das? Das ist gerade das Analog dazu, dass man in einer statischen Karte die Anzahl der Label maximiert. Wenn man das jetzt aufintegriert über eine komplette Rotation, dann bekommt man gerade diese Zielfunktion. Man kann sich auch die Variante MaxMin anschauen, die versucht den kleinsten aktiven Bereich zu maximieren. Das heißt, das Label, das am kürzesten angezeigt wird, das möchte man möglichst groß machen. Was sich zeigt, ist, dass beide Probleme NP-schwer sind. Das Max-Min-Problem ist sogar schwer zu approximieren. Das heißt, man kann hier nicht beliebig gut das Optimum bekommen. Wenn man sich jetzt anschaut, was man machen muss, um so einen Approximationsalgorithmus zu bekommen, der jetzt unser Ziel ist, das ist die erste Beobachtung, dass wir disjunkte Teilmengen betrachten können. Also wenn wir die Labelmenge haben und das in K beispielsweise zwei disjunkte Mengen zerlegen und jetzt eine optimale Lösung für jede Teilmenge ungeachtet der anderen Menge berechnen, dann ist die Beobachtung, dass eine von diesen K, in dem Fall von den beiden Lösungen, mindestens eine Qualitätsgüte von 1 durch K haben muss. Ja, das ist das Schubfachprinzip. Also das ist die erste Beobachtung, die wir nehmen. Und die zweite ist der Einflussbereich. Also wenn wir ein Label an einer bestimmten Position haben, dann kann das nicht beliebig weit Effekte haben. Das heißt, wir haben diese beiden Label, die einen Abstand von D haben. Und wenn dieser Abstand größer ist als 2 mal Wurzel 2, dann wird es in dem einfach ein Beispiel Einheitsquadrate für die Label annehmen, dann wissen wir, dass kein Konflikt zwischen diesen beiden Labeln möglich ist. Und diese beiden Beobachtungen benutzt man jetzt, um einen Approximationsalgorithmus zu bekommen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Wir zerstechen im Prinzip diese Instanz mit vertikalen Geraden, die einen Abstand von 2 Wurzel 2 haben, also gerade diesen nötigen Sicherheitsabstand. Und die ungeraden Positionen, die werden jetzt blau gefärbt und die geraden Positionen rot. Und dann bekommt man eben, je nachdem, von welcher Gerade so ein Kreis durchstochen wird, rote und blaue Label. Das heißt, wir haben hier schon mal disjunkte Teilmengen. Wir machen das Gleiche aber nochmal mit horizontalen Geraden, ganz analog, und bekommen dann gelbe und schwarze Label. Und das Ganze zerlegt die Labelmenge eigentlich in 4 disjunkte Teile. Das heißt, wir haben die gelb-roten Label, die in diesen Schnittquadraten hier liegen. Wir haben die gelb-blauen Label, die daneben liegen. Wir haben die blau-schwarzen Label und die rot-schwarzen. Und das zerlegt die komplette Instanz in 4 Teilmengen. Und jetzt können wir Beobachtung 1 anwenden und wenn wir jetzt eine dieser Instanzen optimal lösen könnten, dann hätten wir schon ein Viertel Approximation hierfür. Die Technik, die man hier verwendet, die ist nicht neu. Das ist die sogenannte Stabbing- und Shifting-Technik, die in der Geometrie sehr stark verwendet wird, wenn man Approximationsalgorithmen bekommen möchte. Der Satz, den wir jetzt bekommen, ist, dass wir einen Faktor ein Viertel Approximationsalgorithmus haben für das Max-Total-Problem. Die Zeitkomplexität, wenn man sich das genauer anschaut, die liegt in n log n, das heißt, das Ganze ist auch effizient. Die Beweisskizze überspringe ich an der Stelle, weil die Zeit schon ein bisschen zur Neige geht. Wir können das Ganze auch noch verallgemeinern in einen Faktor, also in einem Polynomialzeit-Approximationsschema. Das heißt, mit dem Faktor 1 minus Epsilon ans Optimum rankommen. Die Zeitkomplexität wächst natürlich dann auch in 1 durch Epsilon entsprechend. Die Beweisidee oder die Aufteilungsidee ist sehr ähnlich, wie man es vorher hatte, nur dass man jetzt nicht so kleine Quadrate bekommt, sondern eben größere. Und auch hier versucht man dann wieder, diese Instanzen optimal zu lösen. Die Beschriftung in dynamischen Karten überspringe ich, weil die Zeit knapp wird. Und damit haben wir eigentlich jetzt
zu allen drei Themen, die ich ausgewählt hatte, einen Teil der Ergebnisse gesehen. Das heißt, wir haben uns mit Lombardi-Zeichnungen beschäftigt, die reine Graphenzeichen, wir haben kantengewichtete Kontaktrepräsentationen gehabt zur Visualisierung von Graphen, aber mit Metaphern, die man aus der Kartografie kennt. Und wir haben Beschriftungsprobleme in dynamischen Karten gesehen, genauer gesagt das Rotieren von Karten. Ja, was sollen Sie aus diesem Vortrag jetzt mitnehmen? Zum einen, dass Graphenzeichnen und Kartenvisualisierung im Prinzip sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also in Karten tauchen Graphen auf und Graphen kann man auch sehr gut mit Mitteln der Kartografie visualisieren. Die zugrunde liegenden Probleme lassen sich oft mit Mitteln der Graphentheorie oder der algorithmischen Geometrie lösen. Das Beispiel, das haben Sie jetzt nicht gesehen, aber das ist auch eine Technik aus der algorithmischen Geometrie, die man verwendet, um Beschriftungen zu bekommen. Wir haben gesehen, dass ein Blick in die Kunst und ins Grafikdesign, also ein bisschen über den Tellerrand hinaus, Inspiration liefern kann für ästhetisch ansprechende Graphenzeichnungen. Beispiel Marc Lombardi hier. Wir haben gesehen, dass Kontaktrepräsentationen abstrakter Graphen Ideen aus der Kartografie wiederverwenden, nämlich gerade, dass man Knoten als Länder in politischen Karten darstellt. Und grundlegende Probleme in dynamischen Karten sind trotz der großen Verbreitung oft noch nicht zufriedenstellend gelöst. Das heißt, da werden Heuristiken verwendet, aber Qualitätsgarantien fehlen in vielen Fällen noch. Und Teile von den Algorithmen sind eben auch implementiert und wir verlieren auch den Nutzer und die Anwendung hier nicht aus dem Blick und verwenden eben Algorithm Engineering als Methodik, um das Ganze zusammenzufügen. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Zitat von Donald Knuth. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen zeigen konnte, dass wir einerseits Mathematical Beauty haben, beispielsweise bei dem Entbeschwerebeweis. Wir haben Algorithmen, da kann man jetzt natürlich nicht ins Detail gehen in dem Vortrag. Die Probleme sind insbesondere bei den dynamischen Karten sehr relevant. Und wir haben auch ästhetische Schönheit im Prinzip bei den Lombardi-Zeichnungen, wenn man versucht, das zusammenzubringen. Also ich denke, dass er mit seiner Aussage schon einigermaßen recht hat. Und an der Stelle möchte ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.